Schriftstellerische Arbeiten. Über viele Jahre hat Lichtenberg ab 1764 in Schreibheften, von ihm selbstironisch Sudelbücher genannt, in aphoristischer Form unzählige Gedankensplitter, spontane Einfälle, Lesefrüchte und naturwissenschaftliche Feststellungen notiert, die posthum veröffentlicht wurden. Sie belegen in besonderer Weise seine Fähigkeit zur skeptischen Beobachtung und ironischen Formulierung. Da heißt es etwa: Der Amerikaner, der den Kolumbus entdeckte, machte eine böse Entdeckung. Wer nichts als Chemie versteht, versteht auch die nicht recht. Alle Menschen schieben auf und bereuen den Aufschub. Die Sanduhren erinnern nicht bloß an die schnelle Flucht der Zeit, sondern auch zugleich an den Staub, in welchen wir einst verfallen werden. Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, ist das allemal das Buch? Er verewigte dort auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse. So schrieb er beispielsweise über die von ihm eingeführten Bezeichnungen positive und negative Elektrizität: Mein Plus-E und mein Minus-E ist ebenfalls angenommen worden, auch schon von Ausländern. Sudelbuch J2-1440, 1789 bis 1793. Teile der Sudelbücher wurden 1825 von Rachel von Farnhagen herausgegeben. Ein Teil wurde vom Gutenberg-Projekt digitalisiert und steht online zur Verfügung. Sudelbuch A, 1. bis 5. Heft, 1765 bis 1770. Weitere Beispiele aus den Sudelbüchern findet man auf der Seite der Lichtenberg-Gesellschaft. Gleichberechtigt neben den Sudelbüchern sind für Philologen und Historiker seine Streitschriften, Briefe und Essays anzusiedeln. Diese schrieb er auf Deutsch, seine wissenschaftlichen Veröffentlichungen vorzugsweise in Latein. 1773 erschien Timorus, eine Polemik gegen Lavater, der den Berliner Aufklärer Moses Mendelssohn zur Konversion aufgefordert hat. 1777 wandte er sich in der Schrift Über Physiognomik wider Physiognomen mit ebenso viel bissiger Ironie gegen Lavaters Lehre, der Charakter eines Menschen sei aus seinem Knochenbau abzuleiten. 1784 schrieb Lichtenberg gegen Konrad Siegmund Ziehen, der mit seinen Prophezeiungen einen großen Eindruck in Deutschland hinterlassen hatte. Lichtenberg unterhielt über seine private Korrespondenz hinaus viele Jahre gute Beziehungen zu zeitgenössischen aufklärerischen Kulturzeitschriften, in denen er Essays beitrug zu Debatten über alles, was diesen universell interessierten Geist in den Sinn kam. Unter anderem Physiognomik, Sonnenbaden, Kunst und Theatergeschehen. Die Briefe aus England, 1774-75, auf seiner zweiten Englandreise entstanden, sind die ersten Beschreibungen einer werdenden Großstadt und wertvolle Beiträge vor allem zur Geschichte des englischen Theaters. 1784 begann Lichtenberg im Göttinger Taschenkalender mit seinen berühmten Kommentaren zu William Hogarths moralischen Bilderfolgen, die ganz im satirischen Geiste der Kupferstiche gehalten sind. Würdigung. Ihm zu Ehren benannte die Volkswagen-Stiftung ein Programm zur Forschungsförderung Lichtenberg-Professur. Aus Anlass des 250. Geburtstages von Lichtenberg enthüllte der Göttinger Oberbürgermeister am 1. Juli 1992 eine Lichtenberg-Skulptur auf dem Rathausmarkt. Das von dem albanischen Künstler Fuat Duşku aus Bronze gegossene Standbild wurde von dem Göttinger Verleger Tete Böttger gesponsert. Zeitgleich wurden auch die Preisträger eines Lichtenberg-Aphorismenwettbewerbs prämiert. Zu Ehren Georg Christoph Lichtenbergs verleiht die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen alljährlich die Lichtenberg-Medaille. In Deutschland wurden Schulen nach Lichtenberg benannt. Der Hamburger Zeichner Horst Janssen hat die zum Teil ironisch-sarkastischen Aphorismen Lichtenbergs visuell thematisiert und sie als Statement und Bildbeschriftungen in seine Zeichnungen und Radierungen integriert. Peter Sehr arbeitet mit Hans Magnus Enzensberger seit Jahren an einem Film über das Leben von Georg Christoph Lichtenberg. Literarische Rezeption. Gerd Hoffmann fokussiert in seinem Roman »Die kleine Stecherdin« eine Episode aus dem Leben Lichtenbergs. Die Beziehung zu Maria Dorothea Stecherdin zwischen 1777 und 1782
die als Zwölfjährige in sein Haus in der Göttinger Gottmarstraße zog und dort bis zu ihrem Tod mit ihm zusammenlebte. Im Vorwort weist der Autor auf den fiktiven Charakter der Handlung hin, in deren Mittelpunkt die Entwicklung des Verhältnisses zwischen dem ungleichen Paar steht, während wissenschaftliche Aktivitäten und Kontakte zu Kollegen und Studenten den Hintergrund bilden. Als Materialien zur Charakterisierung des Physikers, dessen körperliche Deformation sein Privatleben beeinträchtigte, nutzt Hoffmann biografische Notizen aus Briefen, Tagebüchern und kritische, aphoristische Sudelbucheinträge über menschliche Verhaltensweisen sowie Lebenseinsichten und zeichnet in diesem Roman sein Lichtenberg-Bild im Kontext der Göttinger Gesellschaftsstruktur des 18. Jahrhunderts.